Kamille Kambo. Wir müssen reinstöbern und gucken, was hier so geht. Die aussieht, muss ich sagen, verschlägt er mich die Sprache. So Leute, ich habe mich ein bisschen aufgewärmt. Muss sein. Jetzt habe ich angefangen, Oberkörper zu trainieren. Ich fange mit Brust an. Danach gehe ich weiter zum Rücken, Arm, alles so ein bisschen in Abwechslung. Und ich muss sagen, das Fitnessstudio an sich selber ist echt sehr, sehr gut. Erinnert mich ein bisschen an unser Clever Fit sogar, weil die viele Live-Fitness-Geräte haben, wie bei uns auch. Naja Leute, ich muss jetzt erstmal reinhauen. Jo Leute, für die es nicht wissen, ich bin ja in New York. Erster Tag ist vorbei. Ich war gerade um 7 Uhr habe ich angefangen zu trainieren. Ich bin hier gerade im Blink Fitness, also stehe davor. Und dort kann man ein Probetraining umsonst machen. Also wenn ihr in New York seid, Leute, checkt mal bei Google Blink Fitness ab. Und es gibt mehrere, also so eine kleine Kette. Und dort könnt ihr auf jeden Fall ein Probetraining umsonst machen. Saugeil. Und generell ist es auch günstig monatlich, wenn man länger in New York sein sollte, damit ihr Bescheid wisst. Haben eigentlich alles. Ich habe ein paar kleine Aufnahmen gemacht, aber echt nicht viel, da das Studio echt voll wurde. Und ich wollte auch niemanden da stören. Ich kenne auch niemanden. Und es ist immer schwerer, wenn man alles alleine filmen muss. Ich denke, ihr versteht das. Auf jeden Fall werde ich jetzt dann zu mir ins Hotel wieder fahren. Werde mich fertig machen und dann endlich meine Tour beginnen. Meine Sightseeing-Tour und Food-Tour auch noch. Also bleibt gespannt und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Der Donut Five Guys Pump war richtig krank. Also ich hatte so einen guten Pump, Leute. War so Bock gemacht. Ohne Scheiß. Und gleich geht's weiter. Naja, auf jeden Fall war das Training ganz in Ordnung. Ich hab Oberkörper durchgepumpt und wir sehen uns. Fuck man, Leute, wenn das kein GTA-Style hier hat, ne? Ohne Witz. Richtig geil, Mann. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Up in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. Ja, man, weiter auf der Suche hier nach was zu essen. Hier gibt es überall geile Sachen, aber ich will Halal Food. Also Halal Guides ausprobieren, unbedingt. Einer meiner Favorites. Leute, ich kann das Essen schon riechen.
Und da hinten sind sie. Also dort ist einer von den Trucks. Und ich werde mir da auf jeden Fall jetzt erstmal eine schöne Bowl gönnen. Ich sehe schon die ganzen Leute hier im Essen und am Anstehen. Boah, geil, Mann. So Leute, und ich als Foodtuber gerade momentan unterwegs, war jetzt gerade bei Halal Guys, hab mir eine fette Portion mit Reis, Hühnchen und Fleisch geholt. Für 8 Dollar das Ganze, das ist mega wenig. Der Laden ist, also beziehungsweise der Streetfood ist so bekannt in ganz New York und auf der ganzen Welt. Alle Leute gehen dort gerne hin, weil das einfach so lecker sein soll. Davon überzeuge ich mich jetzt erstmal selber. Und ja, wie die ganzen New Yorker das auch machen, da hinten an den ganzen Straßen, an den Ecken, werde ich jetzt meinen Reis auch draußen, weil ja, jetzt gerade ungefähr 2 Grad essen. Ganz egal, es ist Streetfood, Leute, also von daher geht klar. Und hier haben wir das Ganze. Alter, wie viel ist das denn bitte? Leute, es ist Brot noch dazu. Schönes Fladenbrot. Mit eine Menge, sehr viel Hühnchenfleisch. Also wirklich sehr, sehr viel. Richtig schönem Brot im Reis. Und dem Fleisch selber nochmal. Dem, ja, so eine Art Hack-Lammfleisch. Das ist, glaube ich, so eine kleine Mischung. Sieht so lecker aus. Ich bin so gespannt, wie das schmeckt, Leute. Also ehrlich. Also ich tue jetzt noch ein bisschen Soße drauf. Und dann werde ich das einmal ohne und einmal ein bisschen mit Soße probieren. Einfach mal. Wir holen danach die Soße. Die soll mega scharf sein. Aber schauen wir mal. Erstmal hier ein bisschen mixen. Damit alles ein bisschen, mit der weißen Soße haben, alles ein bisschen ohne. Und der weiß, wie das mit und ohne schmeckt. Also kommen wir mal zum Geschmackstest. Ja, alle gucken mich schon an. Hier ist mir aber scheißegal. Oh mein Gott, das schmeckt so gut! Also gerade mit der weißen Soße. Also, ohne Witz, für 8 Dollar so eine fette Portion. Und das in New York. Gönnt es euch. Ihr werdet nichts Besseres kriegen für das Geld. Ganz ehrlich, selbst der Burger, der war echt lecker gestern. Keine Chance. Also das ist so unnormal lecker. Diese weiße Soße mit dem roten Reis, dem Chicken und dem Fleisch, also dem Beef, boah, unglaublich. Leute, I'm out. Wir gönnen mir das jetzt schön in Ruhe. Und hol mir was zu trinken. Oh, so eine gute Laune, oh mein Gott!